du Hurensohn, du Lutscher, du Fehlgeburt und cringe. Der Leute, was? Oh mein Gott. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, es ist geschehen, der Sonntag ist vorbei. Dinge, die gesagt wurden, können nicht mehr zurückgenommen werden und sollen auch nicht mehr zurückgenommen werden. Wir haben hier die Maximilian Army vor allem, hat hier gezeigt, in was für einer Schnelle wir auf einen Beef reagieren können und mit was für einem Nachdruck wir einen Beef auch beenden können. Mit einer Schlagfertigkeit, die seinesgleichen sucht und mit einer Schnelligkeit, die mit wenigen Diss-Tracks zu vergleichen sind, haben wir hier reagiert auf einen Beef und ihn auch somit beendet. Für mich war es im Prinzip, fuck, mein Laptop ist nass. Für mich war es ganz klar, hier schnell zu reagieren, die Sache zu beenden und das haben wir auch gemacht. Was man sagen kann, egal wie viele Leute den Track feiern, egal wie viele Leute den Track kacke finden, ist, dass dieser Track an so ziemlich keinem vorübergegangen ist. Es entsteht hier immer wieder die Frage auf beiden Seiten, war das Ganze geplant, war das Ganze initiiert, war das schon monatelang darauf hin gezielt, hier einen Diss-Track herauszuhauen? Die Antwort, die kann ich heute hier ganz klar sagen, die Antwort lautet nein. Ich musste innerhalb kürzester Zeit oder ich habe mich bemüßigt gefühlt, innerhalb kürzester Zeit hier zu reagieren und hier etwas rauszuhauen, das einen weiteren Streit irrelevant macht. Ich habe am Donnerstag mitbekommen, dass Justin ein Video gegen mich gemacht hat. In dem Video hatte ich dann einfach genug und mich dazu entschieden, hier einen Diss-Track anzufertigen. Deswegen auch mein Reaktionsvideo am nächsten Tag mit der Ankündigung, dass am Sonntag meine Entschuldigung folgen wird. Ich musste in dieser Zeit absolut schnell reagieren. Nicht der Videodreh oder die Produktion des Videos war hier die größte Arbeit, sondern schnell zu sein, einen Track zu schreiben, einen Track zu produzieren und einen Track aufzunehmen. Am Donnerstag habe ich das Ganze mitbekommen, habe dann innerhalb von 3 Stunden den Track geschrieben, mich sofort in das Studio meines Producers begeben. Wir haben hier in einigen Stunden am Beat gebastelt, um hier eine Vorlage für die Lines, die ich davor schon geschrieben hatte, zu haben. Wir haben dann auch die Lines aufgenommen. Was mich irrsinnig freut ist, was man hier in den Kommentaren lesen kann, ist, dass sehr viele bekritteln, wie mein Flow ist, sehr viele bekritteln, wie die Punchlines sind und allgemein im großen Rahmen, egal auf welchen Seiten, hier mit einem sehr hohen Maßstab gemessen wurde. Das freut mich persönlich sehr. Ihr wisst ganz genau, ich bin kein Rapper, sondern Entertainer. Aber wenn ich mich auf diese Schiene begebe, Musik zu produzieren, was einfach eins meiner großen Leidenschaften als DJ natürlich ist, dann habe ich hier eine große Freude, wenn man hier wirklich kritische Kommentare liest, die auf die Techniken, auf die einzelnen Flow-Richtungen eingehen und mich hier auf hohem Niveau kritisieren. Teilweise hat man hier einfach an den Kommentaren gemerkt, dass ich hier nicht mit anderen YouTubern, sondern einfach mit Rappern verglichen werde, dass man mich hier Next Level kritisiert und natürlich auch produktive Kritiken raus hat, wie zum Beispiel den Flow oder teilweise wurden mir auch Zweckreime vorgeworfen. Wenn man hier die Zeitspanne hernimmt, 3 Stunden, in der dieser Track geschrieben wurde, der Track wurde an einem Tag gebastelt, produziert und aufgenommen. Am nächsten Tag fand schon der Videodreh statt und am Tag darauf wurde das Ganze nur mehr geschnitten und hinausgehauen. Das Ding war, mein eigentlicher Cutter hat hier, ja, man muss einfach so sagen, ziemlich verkackt und vieles nicht umgesetzt, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Deswegen musste ich das gesamte Video 2 Stunden vor Upload-Time nochmal hochladen. Und ja, hier wurden einige Abstriche gemacht. Das kann man auf alle Fälle sagen. Merkt man teilweise auch an der Videoqualität, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Ganzen. Was aber für mich ganz, ganz wichtig ist klarzustellen, liebe Freunde, es handelt sich hier nicht um einen Rapper, der von irgendjemand persönlich angegriffen wurde und hier mit Absicht beleidigt und das Ziel hat, jemanden fertig zu machen, sondern für mich ist dieser Track einfach pures Entertainment. Dieser Track und vor allem auch die Lines dazu sollen einfach der Unterhaltung dienen und sollen hier witzig sein. Also wenn man das sieht, soll man darüber lachen können, soll man das Ganze witzig finden, hier aber nicht einen ernstzunehmenden Track mit einem ernstzunehmenden Video und einem ernstzunehmenden Hintergrund verstehen. Auch an den Lines merkt man meiner Meinung nach immer wieder, dass es hier komödiantische Zwecke verfolgt. Der Zuseher soll sich diesen Track ansehen, anhören und ihm soll das Ganze ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Das merkt man, glaube ich, auch immer wieder im Schnitt, wie zum Beispiel an der Stelle, wo ich diesen Fortnite-Tanz mache. Auch das ist alles Comedy. Ich freue mich irrsinnig für das viele positive Feedback, freue mich aber auch für das negative Feedback. Wir haben sehr viele gute Kritiken, die abweichen von du Hurensohn, du Lutscher, du Fehlgeburt und
Cringe. Cringe habe ich auch immer wieder gelesen. Hier merkt man halt auch einfach wieder, Freunde, das ist alles nicht so ernst gemeint. Auch wenn ich hier mit ernsthafter Miene in den Track hineingehe, soll das Ganze eher witzig sein. Genauso wie meine ersten zwei Parodien, die ich produziert habe, wie zum Beispiel Oregano. Hier merkt man natürlich am Text noch eher, dass das Ganze dem Entertainment dient. Aber auch der Track wurde so aufgenommen, dass ich hier versuche, alles mit ernsthafter Miene rüberzubringen und meiner Leidenschaft zu Spaghetti einfach Tribut zu zollen. 31er Hass Spaghetti, nimm dich auseinander wie Konfetti. Ich brat dich in der Pfanne, sei ready, verbrenn dir die Fresse schwarz wie Pirelli. An alle meine Brüder, die Spaghetti lieben, ohne Pasta würden wir nur Paranoia schieben. Maximilian der King bildet heute den Gönner-Squad. Fick dein Kneckebord. Und genau mit dieser Art und Weise habe ich auch den Diss-Track aufgenommen. Es war für mich ein absoluter Stress, ihr wisst ganz genau, ich habe hier nicht nur das YouTube-Business am Laufen, ich studiere und bin auch noch DJ. Das heißt, all das in einer Zeit aufzunehmen, wo ich mehrere Verpflichtungen habe, war ein extremer Kampf gegen die Zeit. Was ich aber sagen möchte, liebe Freunde, mit diesem Video, mit diesem Diss-Track ist das ganze Thema für mich abgehakt. Ich finde, wir haben das ganz gut beendet. Ich werde nicht weiter auf dem Thema Justin herumreiten, sondern wie ich auch in dem Video am Freitag davor angekündigt habe, schließen wir das Ganze hier ab, gehen wieder in unsere weiteren Projekte und haben ganz, ganz viele neue Dinge am Start. Liebe Leute, ihr wisst ganz genau, meine dritte Kollektion folgt. Also wir sind hier echt, es handelt sich nur mehr um ein paar Tage. Ich komme jetzt in die nächste Produktion hinein. Ich muss das alles innerhalb kürzester Zeit organisieren. Wer gut aufgepasst hat, sieht auch einige Sneak Peeks der dritten Kollektion in meinem Diss-Track. Wer das noch nicht gesehen hat, dann jetzt hier nochmal abchecken und genau hinsehen, was ihr da so entdecken könnt. Was aber noch viel geiler ist, liebe Freunde, meine Oma, die Linzi-Oma. Wer Fan von der Linzi-Oma ist, jetzt gleich Hashtag Linzi-Oma in die Kommentare. Die macht sich auf den Weg nach Wien, die besucht mich und natürlich werden wir wieder gemeinsam Videos drehen, denn ich habe auch relativ viel geshoppt und natürlich sollte die Oma mal wieder schätzen, was das Ganze so gekostet hat. Aber ich habe auch ein weiteres Projekt vor, das ich jetzt leider noch nicht verraten kann, aber es hat auf alle Fälle mit den Themen Styling und Oma etwas zu tun. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat und vor allem, wenn euch der Diss-Track gefallen hat, dann geht nochmal zurück zum Diss-Track. Lasst eure Meinung da, lasst aber auch hier sehr, sehr gerne eure Meinung da und vor allem auch ein Like. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt auf alle Fälle gespannt, denn jetzt geht's wieder Vollgas bergauf. Bis dahin, euer Maximilian. Wir haben so gefickt, Leute, wir haben so gefickt.